Grüß euch, liebe Leute. Hier ist wieder euer Fuchtaner aus L.E., der Dallernator. Und heute mal mit den News. Ja, eigentlich wollte ich die letzte Ausgabe hier in meiner noch fast leeren Bude den Trabi widmen, der Ausgabe 4, die ist aber nicht bei mir erschienen, beziehungsweise hat der Zeitschriftenhändler sie leider nicht bekommen. Deswegen mache ich diesmal eine kleine News-Folge, dass ihr mal ein bisschen seht, wie es mit mir weitergeht und so weiter und so fort, was sich vielleicht verändert oder ja, was und wann es denn bei mir weitergeht. Und deswegen habe ich hier ein Zettelchen. Steht alles so weit drauf, denn mein Hirn ist leider etwas durch den Umzug oder durch diese laufende Stress etwas geschrumpft. Und ja, einfach mal anfangen und ja, genau, so machen wir das. So, als allererstes, wenn die Audiostimme etwas hallend klingt, das hängt damit zusammen, weil dass der Raum hier eigentlich bloß noch meine Kallax, Billy und wie sie auch immer heißen, Regale nur noch zusammenhält. Der Rest ist alles so weit eigentlich verstaut. Wie man sieht, ein paar Kisten sind noch da. Der Rest ist leider schon verpackt. Was heißt leider schon verpackt? Ich bin froh, dass es langsam verpackt ist, weil es waren unzählige Kisten. Und das nächste ist, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ne? Also zwei besten Dinge, um ein Video zu machen. Erstens eine hallende Soundkulisse und zweitens mal ein bisschen verschnupft. Egal. So, liebe Leute, was steht denn auf meiner Liste? Zuallererst möchte ich euch mal danken für die 3000 Abonnenten, denn ich habe nämlich jetzt mal kurz drauf geguckt, es sind jetzt 3004, können sich auch schon wieder ein bisschen geändert haben, ob positiv oder negativ, ich hoffe zum Positiven. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Ne? 3000 Abonnenten, das ist schon eine Hausnummer, also für mich auf jeden Fall. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken, dass ihr mir immer noch treu geblieben seid, auch zwecks den wenigen Content, den ich die letzten Monate bzw. Wochen verbreitet habe. Es tut mir leid, ich würde gerne mehr bringen, aber die Zeit gibt es halt auch wirklich nicht her. Trotzdem vielen lieben Dank und es werden ja trotzdem immer mehr Abonnenten und es wird auf jeden Fall sich die nächste Zeit was ändern. Und ich hoffe bald. Da kommen wir schon zum nächsten. Wann ist denn das bald? Also nächste Woche ist Umzug. Nächste Woche fallen die kompletten Videos aus. Ich werde wahrscheinlich vielleicht mal ein paar Bilder schicken, wie die allgemeine Situation so ist. Und dann weiß ja jeder, der umzieht, ja, da muss ja erstmal ein bisschen was umgeräumt werden und die Kisten aussortiert werden und so weiter und so fort. Das dauert halt alles seine Zeit. So, also ich gehe davon aus, dass ich vielleicht Anfang März wieder ordentlich Videos produzieren kann und oder auch hoffe, dass ich die produzieren kann. Das ist erstmal so der zeitliche Rahmen, den ich mir ungefähr setze. Also wie gesagt, ich lasse mich jetzt nicht unter Druck setzen, wenn es halt noch eine Woche länger dauert, dauert es halt noch eine länger. Aber ich möchte trotzdem euch nicht im Stich lassen, wie die letzten Wochen bzw. auch Monate und möchte euch schon ein bisschen auch was abliefern. Das ist mir sehr wichtig und es hat mir auch in letzter Zeit sehr weh, muss ich wirklich mal sagen, weil viele auch geschrieben haben in den Kommentaren oder auch hier auf meine Facebook-Seite und ich habe leider nicht die Zeit finden können, zurückzuschreiben. Ich hätte vielleicht die 5 Minuten gehabt, zurückzuschreiben, aber man muss sich dann auch wieder erstmal reinlesen und was überhaupt gefordert wird. Und ja, vielleicht weiß man die Antwort gleich und dann muss man wieder überlegen und vielleicht muss man auch mal googeln und was weiß ich. Und ja, sehe ich vollkommen ein, dass ihr da ein bisschen böse auch drüber wart. Ich werde das in Zukunft ändern. Ne, also ihr könnt wirklich wieder Kommentare unter die Videos und auch auf meine Facebook-Seite schreiben
ich werde sie wirklich versuchen zu beantworten, wenn es denn, wenn ich das weiß oder wie gesagt, wenn es halt was Sinnvolles ist. Ne? Gut, dann war das das. Also nochmal vielen Dank für diese 3000 Abonnenten. Ne? Gut. Ja, der Trabi, also ich werde den Trabi bauen. Ne, auf jeden Fall. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, die ersten drei Ausgaben leider bloß. Und ich habe mal auf der Rückseite auf die Ausgabe 4 ein bisschen rumgeschaut. Es sind boah, schöne Teile dabei. Ich habe auch mal bei Marios Schiffsmodellbau reingeguckt. Und sieht ganz gut aus, das Teil. Und ich werde das so weiter bauen. Gut. Dann werde ich schauen, was es dann dieses Jahr so noch an Schraubmodellen gibt. Vielleicht werde ich das eine oder andere mir noch zulegen. Das muss mir halt aber halt auch persönlich gefallen. Ich werde es nicht jedes Teil, nur weil es auf dem Markt ist oder irgendwas, mehr kaufen. Verzeihung. Sondern werde das schon abwägen, das was mir auch gefällt. So, ich weiß leider nicht, vielleicht weiß einer von euch, was dann vielleicht schon sogar in den Startlöchern wieder steht. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin für jede Antwort dankbar. Jetzt habe ich es dankbar. Gut. Wie gesagt, Bilder online stellen tue ich auf jeden Fall. Ne, das habt ihr ja schon mitgekriegt hier auf meiner Modellbauseite. Es kommen ja immer regelmäßig Bilder und das werde ich jetzt auch so weiterführen erstmal, weil ich ja für die Bestandsschraubmodelle, wo ich jetzt keine nachhaltigen Videos gemacht habe, das gilt also für den X-Wing, für den LF-13, für die Bismarck und für den R2-D2 werde ich dann halt immer Bilder reinstellen. Vielleicht mache ich auch mal kleine Videos, aber ein direktes Aufbauvideo wird es dann nicht geben, weil ich finde halt, ich meine, klar habe ich es angefangen, aber wenn dann so ein Loch drin steht, gefällt mir das auch nicht. Ich möchte wenn dann das von Anfang bis zum Ende durchziehen und ja, DeLorean habe ich vergessen, oder? Die Zeitmaschine, genau, den DeLorean. Gut. Dann war das das. Als nächstes kommen wir mal zu Lego, zu den Lego Lepin, Klemmbausteine an sich und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werde ich mir da wieder Sets holen. Ich habe, ich nehme das jetzt einfach nicht bloß Lego, sondern an sich die Klemmbausteine habe ich mir schon mehrere Sets erworben, die natürlich wieder schon in den Kisten abgepackt und so weiter sind. Es kommt etwas Großes auf euch zu. Ne? Mehr sage ich nicht. Vielleicht sagt den einen oder anderen der Begriff Mold King was. Lasse ich aber jetzt einfach mal so stehen. Also es werden auf jeden Fall mehr als jetzt kommen. Ne? Also ich werde auch immer danach schauen, ob es da was Neues gibt, was mich interessiert und so weiter. Auf jeden Fall wird es da auch weitergehen. Aber ich, wie gesagt, ich werde auch das ein oder andere Lego-Set bei mir wieder vorstellen, ne, beziehungsweise aufbauen. Ne? Habe ich auch schon wieder ein bisschen was gelagert, sage ich jetzt mal so. Gut, des Weiteren werde ich die Sparte Actionfiguren mal aufgreifen, beziehungsweise den Obergriff von NECA, wenn euch das was sagt. Ich werde hier diese Figuren hier vorstellen. Ich weiß es aber noch nicht, wie ich das Video gestalte. Entweder werde ich das Video ohne irgendwelches Blabla machen, einfach bloß hier so zeigen und so weiter und so fort, was alles mit dabei ist. Da habe ich mir auch mal ein paar geordert. Also ich gehe jetzt so im Filmbereich, da möchte ich da auch noch nichts verraten und werde ein paar Unboxen bzw. euch mal vorstellen, zeigen und so weiter und so fort. Vielleicht gefällt es den einen oder anderen und ist eine neue Sparte, sage ich mal. Und ja, ne? Und wer mich kennt, also ich bin sowieso nicht einfach wie so ein Bandleis. Ich fahre hier, dort, überall rum, was mir halt in den Sinn kommt und was mir halt auch gefällt. Und so muss es halt auch sein. Also den einen oder anderen gefällt halt auch
nicht mein Kanal, weil das so breit gefächert ist, aber ich möchte ja vorstellen, das, was mir gefällt. So, dann ein großes Thema wird auf jeden Fall sein, das Diorama von den Millennium Falken. Das wird mich wahrscheinlich das ganze Jahr, dieses Jahr begleiten, bis vielleicht sogar auch über nächstes Jahr. Also das möchte ich auf jeden Fall zumindest anfangen und euch auch mit dran teilhaben lassen. Aber wie gesagt, ich muss halt auch mal sehen, was die Zeit dann hergibt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist auf jeden Fall abgespeichert. Das ist auf meiner To-Do-Liste ganz oben mit. Aber es bedarf halt auch ein bisschen, ich muss mich da auch ein bisschen erstmal kundig machen über YouTube und so weiter und so fort, wie da Baumechaniken gehen und so weiter und so fort. Ist nicht ganz ohne, weil es wird halt auch eigentlich ein Riesenteil werden. Also das Diorama habe ich geplant. Ne? So, gut, die Schraubmodelle haben wir abgehakt. Ja, und das nächste Thema wäre, ja, neue Konsolen. Dieses Jahr steht ja auch, ja, werden wahrscheinlich zwei neue Konsolen kommen. Ich werde vielleicht die eine oder andere mir besorgen und werde die natürlich euch auch vorstellen und mal richtig auf Herz und Nieren prüfen. Des Weiteren habe ich mir letzter Zeit so ein Teil gekauft, das will ich euch mal zeigen. Das ist REST2K. Wer das von euch kennt, ist so eine kleine Konsole, gibt es halt in verschiedenen Ausführungen. Ich habe halt die Super Nintendo Variante genommen, das ist halt ja, das sind kleiner Prozessor mit mehreren Emulatoren drauf und absolutes Teil. Also würde ich jedem empfehlen, der, sag ich mal, ein bisschen Retro-Spiele mag. Und wenn ich euch das mal vorstellen soll, dann bitte auch in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das mal in einem separaten Video. Dann halt aber auch nicht gleich, sondern erst ab März, wenn ich dann umgezogen bin. Und dann werde ich euch dann mal ein bisschen was zeigen, was da alles so drauf ist und was man dann alles so schön machen kann. Ne? Also ich habe mir das Teil gekauft. Ich wollte es eigentlich hier schon unboxen. Ich habe gesagt, naja, eh das wieder Mist erzählst, zockst dich erstmal ein bisschen ein. Und auf jeden Fall, ne, empfehlenswert. Ich muss wirklich so sagen, wie es ist. Gut, da haben wir das. So, eventuell werde ich dann nochmal ein Video machen. Da habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt hier erwähne. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar, vielleicht mache ich auch mal ein Video über diesen Abo-Wahnsinn. Ne? Und was ihr davon haltet und wie weit ihr dann gehen würdet und wie viel Geld ihr ausgeben würdet, da würde ich vielleicht auch mal eine kleine Umfrage starten und so weiter und so fort. Das ist aber bloß erst noch in meinem Hinterkopf, das muss man erstmal selber zusammenbasteln, weil ich habe ja in letzter Zeit gesehen, dass die Abos mit den Schraubmodellen und so weiter, es wird ja immer mehr und jeder will sein Geld verdienen und uns kleinen scheißt halt an, weil wir halt nur ein gewisses Geld haben und wir würden aber das Modell und das Modell und das Modell auch haben. Und ich würde halt mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Aber das kommt in einem separaten Video. Ja, und dann bin ich natürlich immer auf der Suche nach anderen Modellen, ob schraubbar, faltbar, klebbar und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt. Mein Spektrum ist eigentlich breit gefächert und ich schaue mir gerne Dinge mal an und wenn mir das dann in Kram passt, wird es gebaut bzw. versucht zu bauen, weil manches hängt ja noch in der Luft, wie zum Beispiel mein Holzschiff oder was haben wir denn noch? Ach, diese Kirche aus Stein, die habe ich auch noch nicht weiter gemacht. Aber ja, es liegt halt erstmal gut dort. Ne? Wenn ihr noch irgendwelches Modelle wisst, die halt ein bisschen, ja, ich sag mal, ungewöhnlich sind oder so, könnt ihr mir auch mal einen Link unter das Video stellen oder schreibt mich ganz einfach mal an und so weiter und so fort. Ganz einfach. Und da schaue ich mir das mal an. Und ja, genau. So.
das soll es soweit erstmal gewesen sein. Die Liste ist abgearbeitet. Falls ich was vergessen habe, schreibe ich es halt einfach mal in die Kommentare mit rein. Ihr wisst erstmal soweit Bescheid. Also ich versuche Anfang März, Mitte März wieder Vollgas zu geben für euch, damit der Kanal wieder ein bisschen aufblüht, ne? Sag mal so, dass ihr auch was kriegt, ne? Für euer Vertrauen, sag ich mal an mich. Ne? Gut, liebe Leute, ich wünsche euch auf diesem Wege erstmal einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Ne? Wie gesagt, ich werde mich vielleicht nochmal kurz irgendwie, vielleicht in einem kurzen Video oder so melden. Ansonsten schreiben wir uns oder wir, ja, ich stelle halt ein paar Bilderchen auf und stelle halt ein paar Bilderchen rein. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Und dann hoffe ich, dass es dann alles soweit gut klappt. Ne? Gut, liebe Leute. Ja, das habe ich euch schon alles gesagt. Ja, ich sage das einfach mal. Tschüss, euer Vogtländer aus LA, der Donnerner, haut rein. Ciao, ciao.